Schönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen bei Wir wollen's wissen, der Wahlsendung von Krone TV. Ja, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, liebes Publikum, es ist soweit. Wir haben fleißig in den letzten paar Wochen Ihre Fragen gesammelt und heute habe ich mir die in die Tasche gesteckt und sitze damit jetzt beim Spitzenkandidaten der Grünen bei Werner Kogler. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung zum Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Kogler. Ich möchte gleich starten, möchte Ihnen gleich ein Video zeigen von einem Herrn, der gar nicht so glücklich ist mit Ihnen. Grün überhaupt nicht. Grün gar nicht. Also nein. Warum? Nein, die Grünen, die sind für mich gestorben. Weil sie erzählen so viel Quack und fragen sich nur schon bei der U-Bahn-Station, da geht der Rauhweg vorbei und das gehen die Leute aus. Wie funktioniert sowas? Das ist ja total gefährlich. Der nächste Unterfuhr da ist ein Gasgarten um und da saßen die Rauhl um. Passiert alle Wochen was, aber wurscht. Das ist. Also da gibt es einige Wähler und Wählerinnen, denen ihre Verkehrspolitik sauer aufstößt. Auch besonders in Wien müssen sie sich oft dem Vorwurf konfrontieren, dass sie autofeindlich sind, den Lobautunnel haben sie blockiert etc. Was sagen Sie denn zu diesen Wählern, die ihre Verkehrspolitik gar nicht mögen? Naja, also mal gut, wenn es diskutiert wird und ganz gestorben sind die Grünen nicht, weil der Herr das gemeint hat. Wir sind ja gerade wieder auferstanden und versuchen trotz Verkehrspolitik das Comeback, aber dazu, es stimmt eines schon, mit den Radwegen gibt es mehrere Probleme, das wollen wir aber lösen und nicht die Radwege wegbringen. Ja, weil das Ziel muss ja sein, dass wir die Städte wieder dorthin bringen, wofür sie ursprünglich konzentriert waren und gedacht waren. Vor allem für die Fußgänger, irgendwann auch für die Radfahrer, früher waren es halt die Pferdekutschen. Und wenn man sich anschaut, wie viele Flächen die Autos bekommen gegenüber den Fußgängern und den Radfahrern, dann ist das ungefähr 95 zu 5. Und da muss man schon was tun. Aber weil eben es so ist, dass man jeden Quadratmeter erkämpfen muss, sind gut gemeinte Radwege halt öfter auch wo es vielleicht schwierig ist. Das bemerke ich selber auch. Aber das muss ja das Ziel sein und daran wird ja gearbeitet, dass wir die Radwege dorthin bringen, wo sie dann wirklich auch eine schöne eigenständige Fahrbahn ergeben. Und wir haben das vor Jahren und Jahrzehnten in Graz auch gehabt. Da war ich ja selber mal Kommunalpolitiker und dort ist das dann doch gelungen. Und wir waren zwischendurch die fahrradfreundlichste Stadt Österreichs. Das sollte auch in Wien gelingen, weil eines kann nicht sein, dass wir am Land die Kinder in die Schule schicken können noch, ohne großartige Gefährdung, also auf manchen Schulwegen wenigstens, aber in Wien es so sein soll, dass die Kinder am Schulweg lebensgefährlich unterwegs sind, wenn sie mit dem Rad fahren. Radfahren ist aber richtig und vernünftig. Und vor allem, wenn man sich anschaut, was wir hier an Schadstoffausstoß sparen, wenn mehr mit dem Rad fahren, dann sollten wir uns schon überlegen, ob wir nicht dort auch die Bedingungen verbessern und nicht nur drauf losschimpfen, also lösen und Probleme vermeiden. Ganz klar, wir haben klipp und klar das Ziel, den Radverkehr auszuweiten und nicht nur wir. Es ist auch türkisblau, das ist die einzige Maßnahme, die sie im Klimaplan haben, Radverkehr verdoppeln. Ja, eh okay, ja. Das ist nämlich wirklich das einzige ambitionierte Ziel, in wenigen Jahren sogar. Nur das muss ja irgendwo passieren dann. Ja? Und was wir erleben ist, dass genau die gleichen Blauen und Türkisen fast schon Verkehrsblockaden errichten, nur weil die Grünen dort, wo sie regieren können, halt Radwege vorantreiben. Also Ziel ist richtig, mehr Radverkehr und wir werden unsere Lebens- und Verkehrsverhalten in der Stadt ändern müssen. Aber am Schluss wird mehr Lebensqualität und mehr sozusagen mehr lustiges Leben rauskommen und weniger Gift. Sind die Grünen autofeindlich, Herr Kogler? Das glaube ich nicht. Ich bin selber gern und viel Auto gefahren. Und die Frage ist ja nur, was, wo, wie. Deshalb ist ja unser Plan, damit das Verkehrsmittel überhaupt quasi das Jahrhundert überlebt, dass ab 2030, es ist noch länger hin, neu, wohlgemerkt, neu zugelassen, nur mehr abgasfreie Antriebe sind, also Motoren. Das läuft beim PKW in der Regel auf Elektroantrieb raus. Bei Busse und LKW geht es auch um den Wasserstoff, weil da hat ja der
Da hat ja der Herr Kurz neulich herumdilettiert und das ein bisschen verwechselt, weil er so getan hat, als ob das für die Pkw was wäre. Das geht sich ja nicht aus, das ist völlig sinnfrei. Aber Elektromobilität ist sinnvoll, aber auch da müssen wir schauen, auch die brauchen Platz. Aber es kann sich ja bei weitem nicht jede Familie ein Elektroauto leisten. Nein, das Argument geht ja andersrum. Das Argument geht ja so, genauso wie es früher war, wenn jetzt da mehrere produziert werden und nur in die Forschung und Entwicklung, da wird ja anständig reingefördert von der Union, das ist ja auch richtig, weil die Akkutechnologie muss noch verbessert werden, aus Umweltgründen im Übrigen. Und man wird es dann sehen, dass die schlagartig, wie viele neu eingeführte Produkte, immer alle 5 Jahre zum Teil die Hälfte billiger werden. Und was es noch braucht, ist eine Ladeinfrastruktur. Aber in 5 bis 10 Jahren werden wir das wohl hinkriegen. Das ist ja Aufgabe der Politik. Jetzt ist Elektromobilität zu Recht für viele nicht vorstellbar, weil ja das alles nur in den Kinderschuhen steckt. Aber wir müssen das ja zum Erwachsenwerden bringen, weil sonst kriegen wir das Problem, dass wir beim Klimaschutz nicht vorankommen. Ja? Und genau weil die Autos nicht abgeschafft werden sollen, sondern die wir noch brauchen oder haben wollen, sollen eben abgasfrei angetrieben werden. Und das muss man sich trauen. Das trauen sich jetzt wieder nur die Grünen, ja? Weil Klimaschutz plakatieren alle. Aber bei diesen Maßnahmen, da bleibt es dann aus. Gut, und das wären Riesenchancen für die Wirtschaft in Frankreich, Deutschland, aber in Österreich, wir sind die größten Autozulieferer. Dann hoffentlich von was mit denen. Und hätten immer alle so gedacht und geredet, wie Türkisblau zum Beispiel, dann hätten wir heute noch in der Pferdekutschen herumholpern. Gut, also Ziel, mehr Radverkehr steht nach wie vor, Sie geben zu, es gibt Punkte, da könnte man nachbessern. Ja, aber auch für Autos, aber eben Elektroautos. Genau, Thema Verkehr lassen wir jetzt mal beiseite und gehen zur nächsten Frage von einem unserer User, der uns über unser Online-Formular erreicht. Und zwar ist das Herr Gerhard Eder aus Waltersdorf in Niederösterreich. Herr Eder hat uns geschrieben, als Frage an Sie, Herr Kogler, Sie behaupten, Grün ist wichtig für die Umwelt. Das behaupten die anderen Parteien auch. Was unterscheidet nun Grün von den anderen? Was hat Grün die letzten 15 Jahre für eine saubere Umwelt getan? Mir fallen leider nur die Ampelmännchen ein. Haben die Grünen sich die letzten Jahre vielleicht ein bisschen zu wenig um die Umwelt und zu sehr um Ampelmännchen gekümmert? Na, die Frage ist ja berechtigt vom Herrn Eder. Er fragt ja aber in der ersten Runde auch noch den Unterschied zu den anderen. Verbinden wir das gleich, was haben die Grünen getan? Ja, überall dort, wo sie regieren, sehr, sehr viel, finde ich. Das fängt aber schon in Vorarlberg an, geht eh bis nach Wien. Also wenn wir da schauen, dass man um 1 Euro im ganzen Bundesland oder hier in der Bundeshauptstadt einer der besten, sowohl in Vorarlberg im Übrigen als auch in Wien, auf unterschiedliche Weise, aber doch eines der besten öffentlichen Verkehrssysteme nutzt, weiter ausbaut, das ist einmalig in Europa. Da pilgern die Leute her. In Wien ist vor allem wegen der Umweltqualität das Phänomen erreicht worden, dass Wien viele Male hintereinander in verschiedenen Rankings meistens lebenswerteste Stadt der Welt ist, aber so doch immer unter den ersten 5. Das hat es vorher auch nie gegeben. Und das gibt es verstärkt, seit die Grünen regieren, auch in Wien. Und die Umweltpolitik kann man sich in jedem Bundesland anschauen. Ja, ich meine, Österreich besteht im Übrigen nicht nur aus Wien, dass man in Tirol das genauso durchgesetzt haben. Überall wird der öffentliche Verkehr einerseits im Angebot ausgebaut und in den Tarifen, was die Leute dann dafür zahlen, billiger. Und das braucht es auch für den Klimaschutz. Und darum geht es ja, weil die anderen sagen, wir können nicht einsteigen in den Umstieg, der aber notwendig ist, weil irgendwo in Niederösterreich kein Bus herumfährt. Ja, da haben die recht. Aber wer weiß denn, wer dem Niederösterreich die Gleise rausgerissen zu 100 Kilometer? Wer ist denn dafür verantwortlich, dass in Niederösterreich oder im Burgenland der öffentliche Verkehr weniger ein solcher ist, sondern eher ein öffentliches Ärgernis? Ja, genau diese Parteien, die jetzt herumquietschen. Also insofern ist es tatsächlich eine gute Frage und da ist auch der Unterschied zu den anderen. Die anderen bauen neue Ausreden auf, jetzt, warum man nichts tut, mit Argumenten, die gar keine sind, weil in Wahrheit geht es maximal um ihre eigenen Versäumnisse. Wenn heute behauptet wird, wir können nichts tun, weil irgendwo keine Busse fahren, ja dann her mit dem Schnellbussystem, so wie in der Schweiz, so wie in Vorarlberg, so wie in Tirol. Da wird jetzt vor allem in Vorarlberg stündlich jede Ortschaft angefahren, im Stundentakt und dann kommen wir zum nächsten größeren Gleis und es geht schon dahin. Die haben Fahrgastzunahmen von 70, 80% in wenigen Jahren. Ja, die verdoppeln sie in Kürze. Da müssen wir schon wieder schauen, wie das nächste Angebot nachkommt. Das ist grüne Politik und die hat immer mit Umwelt und mit Wirtschaft zu tun und auch sozialer Gerechtigkeit. Dieses alles unter den Hut zu bringen, ist grüner Auftrag und den bringen wir im Wesentlichen zusammen, ja, auch wenn es immer wieder einmal Probleme gibt. Wir würden das auch gerne alles viel schneller machen, aber die anderen blockieren es.
haben aber mehr Geld zum Plakatieren. Also lieber nicht blockieren, Geld lieber für den Klimaschutz ausgeben. Da haben Sie jetzt auf Landesebene einiges aufgezählt. Ich hoffe, das genügt dem Herrn Eder als Antwort, genau. Ja, in Bundesebene haben wir erstens nicht regiert und zweitens regieren wir ja in Wien auch. Und wie ich meine, ist dort doch auch einiges passiert. Sonst wären wir eben nicht die lebenswerteste Stadt der Welt und sonst würden sie nicht von überall herkommen und sich die Umweltsysteme in Wien anschauen. Gut. So viel zum Thema, was haben die Grünen getan in letzter Zeit. Ich möchte weitergehen zum Thema Migration. Das war unseren Usern auch sehr, sehr wichtig. Da kamen mehrere Fragen. Ein Beispiel möchte ich Ihnen vorlesen. Spaßvogel schreibt uns an alle Politiker, warum sind euch die fremden Personen wichtiger als wir, 150% Österreicher? Wir können bis zum Umfallen arbeiten und bezahlen, steuern euch und die unnötige EU. Das ist nur ein Kommentar von mehreren in die Richtung, die wir bekommen haben. Und dazu möchte ich kurz eine Integralstudie erwähnen, die die Krone kürzlich in Auftrag gegeben hat, eben anlässlich der Wahl. Und da ist rausgekommen, wie eben auch davor schon feststand, dass die Migrationspolitik von Türkis-Blau durchaus in Österreich sehr beliebt war. Ihre weicht davon ja ordentlich ab. Wie wollen Sie in dem Punkt überzeugen? Naja, ich meine, bei der Lage an Vorwürfen, so viel sage ich schon, auch in Krone TV, der Kollege heißt ja vielleicht nicht umsonst Spaßvogel, ich meine einfach so ein Konvolut, ich erlebe das in letzter Zeit wieder öfter, ein Konvolut an unreflektierten Vorwürfen, das ich rede sowieso niemand nach dem Mund, man muss auch nicht jeden irreführenden Unsinn entlang dieser Linien beantworten. Ich beantworte das, was wirklich Sache ist, ja. Oder wie ich das halt sehe natürlich, die Frage ist aber zu beantworten. Was wir durchaus auch als Problem gehabt haben, finde ich, und da ist ja das logische Folge davon, wenn so herumirrend argumentiert wird, dass immer die Probleme, die es ja tatsächlich gibt, auch mit Migration und auch später teilweise bei Integration, groß geredet werden, ja sogar groß gemacht und kaum an Lösungen gedacht wird. Ich gebe nachher gleich noch ein Beispiel. Und das ist halt auch das Geschäftsmodell vor allem der Blauen. Ja. Dass einiges passiert ist, was gutiert wurde, das kann ich akzeptieren. Ich weiß, dass das auch so gesehen wird, also das ist sicher zutreffend mit der Studie und insofern haben wir ja mit dem Herrn Spaßvogel oder mit dem Kollegen Spaßvogel vielleicht wieder überhaupt einmal Verständigungsbasis. Und wie sehen wir das? Entgegen dem, was uns immer zugeschrieben wird, also wenn die Grünen einen Fehler gemacht haben, dass sie jedes blöde Argument umhängen haben lassen. Ja? Es ist natürlich nicht so, dass da alle kommen sollen. Ganz im Gegenteil. Es geht ja darum, die Fluchtursachen zu bekämpfen, weil niemand wandert gern grundsätzlich weg oder muss sogar bei Furcht um Leib und Leben flüchten. Dann sind wir gleich einmal bei einem Punkt. Kontrolle der Außengrenzen ganz, ganz wichtig, weil es kann nicht heißen, dass irgendwer wo absaufen soll oder dass man irgendwann... Da reden Sie von den EU-Außengrenzen. Ja, unbedingt. Ja, selbstverständlich. Also wir leben ja in der Union, wenn der Kollege Spaßvogel zu 150%, was das sein soll, ist mir auch nicht klar, aber auf die Union auch noch gleich losgeht, das sei mir unbenommen, das erzeugt nur nichts. Ja. Ich meine natürlich die Schengen-Außengrenzen und die Unionsaußengrenzen, weil die innereuropäischen Grenzkontrollen verursachen Wirtschaftsschäden, die sind gigantisch. Für Österreich 1 Milliarde im Jahr. Na, den Unterschied möchten wir mal Klavier spielen. Zurück zu den Außengrenzen, ja, Kontrolle. Und dann sollten wir aber mal, wenn es um diese erwähnten Fluchtursachen geht, schauen, wo kann man denn vor Ort mehr tun. Und das ist ein völliger Unterschied zwischen dem, was man landläufig Kriegsflüchtlinge nennt, finde ich. Das spielt sich jetzt vor allem aus europäischer Sicht im Nahen Osten ab. Wir kennen die Situation, der Bürgerkrieg ist nicht beendet. Das behauptet ja Türkis und Blau seit 2 Jahren, auch die ehemalige Außenministerin. Und dann fliegen immer noch die Giftgasgranaten und die Fassbomben und die Kinder verrecken in einer Art und Weise, dass es gar nicht beschreibbar ist. Dass es da Fluchtursachen gibt, dort ist ja klar. Und wenn da einer irgendwas anderes erzählt, dass man da nichts tun muss, dann soll er jedenfalls nicht mehr in die Kirchen gehen, ja? Wenn ich mir das als Mitglied selbigen Vereins erlauben darf. Aber man kann dann viel tun, aber vor Ort, oft war es ja so und bis heute, dass die betreffenden armen Menschen ja, so sie noch überleben, ja eh in Jordanien, im Libanon, auch in der Türkei im Übrigen, die an der Stelle, sonst sind das überhaupt nicht unsere Freunde, wirklich viel tut. Deshalb ist ja die Unterstützung der Türkei für die Flüchtlingsfrage eine richtige. Dass man dort vor Ort was tun soll und will, jetzt dauert halt der Bürgerkrieg schon so lange und manche haben sich halt, also gemessen an denen, wie viele in den Flüchtlingslagern sind dort, ja, haben sie eh relativ wenige auf den Weg gemacht. Aber
Vorwurf muss man schon auch machen, auch der österreichischen Regierung. Und ich habe das mit dem Herrn Kurz diskutiert im Nationalrat, als wir noch drinnen waren, dass in den Jahren 13, 14 und Anfang 15 erkennbar war, was passieren wird. Weil nämlich die Flüchtlingslager nicht kein Geld mehr gehabt haben für irgendeine Art von Systematik. Das ist eine minimale Grundausbildung, sowas wie eine Schule geben könnte, was für syrische Bevölkerung immer sehr wichtig ist im Übrigen. Von dem war eh schon mehr kein Rede. Aber sie wurden im wahrsten Sinne des Wortes ausgehungert. Am Schluss hat es nicht einmal mehr einen Euro pro Tag für eine Person gegeben. Und da ist schon die USA natürlich sowieso auch, aber die Union mit Schuld, weil hätten wir diese Programme, die es ja gibt, die nennen sie dann World Food Program, heißen ja schon so, weitergeführt und die nicht ausgehungert dort, dann hätten sich die meisten ja noch nicht einmal auf den Weg gemacht und da wurde ausdrücklich zugesehen, weggeschaut und die gleichen unmoralischen Leute, die das zu verantworten haben, stellen sie nachher hin und sagen, ui, da kommen ja welche, da müssen wir jetzt alle Betonmauern aufziehen. Also, Fluchtursachen bekämpfen kann man auch, das kostet gar nicht einmal so viel. Und siehe da, Österreich, wir hatten das erst unlängst, gerade habe ich die Statistik nicht hier, weil sonst kommen ja jetzt wieder diese Tafeln in Mode, manchmal sogar zu Recht, würde man sehen, dass Österreich bei den letzten ist, wieder einmal, ja, pro Kopf Unterstützung für diese bilateralen Hilfen, obwohl der Herr Ex-Kanzler da etwas anderes erzählt, er sagt an der Stelle, und nicht nur an der, halt die Unwahrheit, ja, sei es ihm unbenommen, das sage ich ja, das gehört zum Geschäftsmodell. Aber wir sind immer bei den letzten. Die Bundesrepublik Deutschland hat 10-mal so hohe Unterstützung, Schweden 100-mal so hoch beinahe. Ja, hallo Leute, ja, das ist alles scheinheilig. So. Deshalb kann man immer noch die Außengrenzen kontrollieren und es soll genau nicht jeder kommen. Aber die, die unbedingt gerettet werden müssen bei Leib und Leben und dort auch schon mehr keine Chance haben, ja, da wird der reichste Kontinent der Welt schon ein bisschen ein Platzerl haben. Ja. Noch einmal anders die Situation in Afrika. Völlig richtig. Das kann über Jahrzehnte sich anders entwickeln. Dafür ist es ja so, aber dort ist es ja meistens, sind es ja Hungerkatastrophen, die den Ausschlag geben oder sonstige Wünsche nach verbessertem Leben. Jede Generation, die in Afrika auf die Welt kommt, braucht irgendeine Perspektive, dass es in deren eigenem Leben noch irgendwann einmal besser wird. Ja? Und das ist möglich, weil die gehen ja auch nicht nur bergauf durch die Welt. Und das ist möglich und sinnvoll. Und da, glaube ich, da würde man mit anderen sicher einen Konsens finden, zu schauen, wie schauen Handelsverträge aus, die meistens ja noch ausbeuten. Die berühmten Freihandelsverträge sind dort ja Knebelungsverträge. Die müssen alles umsonst nehmen, ohne Zölle, und dürfen ihre eigenen Lebensmittel gar nicht exportieren. Aber wir machen mit unseren steuergeförderten Überproduktionen dort unten auch noch die Landwirtschaft kaputt. Also das muss ja alles nicht sein. Und faire, wie wir das halt immer nennen, faire Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, die können auch was dort. Ja? Die haben ja gehabt, die haben sie ja selber ernähren können. Aber das wurde ihnen zum Teil sogar noch genommen. Also, das sind Fluchtursachenbekämpfungen und das wird immer nur behauptet und wird nicht angegangen. Gut, also ich fasse zusammen, weil wir haben doch noch einige Themen. Schutz der EU-Außengrenzen und nicht ganz so, also der Vorwurf, dass die Grünen einfach alle nehmen wollen würden, hält nicht. Und Sie haben uns da jetzt eben auch sehr detailliert erklärt, wie Ihre Migrationspolitik aussieht. Ich möchte gleich zum nächsten Punkt kommen, nämlich Sicherheit. Das war auch ein Punkt, der unseren Usern sehr, sehr am Herzen gelegen ist. Da haben wir zwei sehr bezeichnende Kommentare bekommen. Sagt der gesunde Hausverstand, fragt an die Spitzenkandidaten, was gedenken Sie zu tun, um die Sicherheit im Land weitaus besser zu gewährleisten? Und von Dani 1964 ist eine ähnliche Frage gekommen. Mich würde von allen interessieren, was gedenkt man im Bereich Sicherheit zu tun? Kickl hat Vorschläge gemacht, welche blockiert wurden. Warum? Die österreichischen Steuerzahler erhalten den Staat, dann haben sie auch ein Recht auf Sicherheit. Punkto Sicherheit, was ist Ihnen da in der nächsten Regierung wichtig? Und ich fürchte, ich muss Sie um etwas kürzer antworten. Ja, das ist schon okay. Das kommen wir nicht mehr durch. Die beiden Fragen hängen ja tatsächlich völlig eng zusammen und bedeuten dasselbe. Die Fragestellung unterstellt aber eigentlich, dass wir in Österreich in einem der unsichersten Länder leben würden, im schlimmsten Fall, oder jedenfalls nicht, so, nicht das, was schon auch der Fall ist. Ja? Ich respektiere jedes persönliche Empfinden. Aber wenn wir es vergleichen mit allen Ländern der Welt oder auch mit anderen europäischen, gehört Österreich
zu einem der sichersten Länder der Welt. Und das brauchen Sie die Grünen überhaupt nicht auf die umheften, weil da waren immer andere Regierungen dafür verantwortlich. Also sollten die anderen Parteien das auch nicht schlecht reden im Übrigen, sondern immer noch dem Modell für Probleme herumquasseln, damit man sie dann wichtig machen kann. Das Problem, das Problem, das muss auch einmal wer sagen. Wir hatten zum Beispiel sehr viel Frauenmorde, die Vergewaltigungsrate ist gestiegen. Ja, aber die Kriminalitätsstatistik weist trotzdem aus, dass dieses alles zurückgeht. Ich weiß schon, dass man das dann nicht gern hört. Das andere ist... Die Kriminalitätsstatistik sagt, dass wir 14,8% mehr Vergewaltigungen hatten 2018 als 2017. Ja, Moment. Natürlich im Allgemeinen gehen die Anzeigen zurück, da haben Sie recht, aber es gibt einzelne Punkte, Vergewaltigungen, Straftaten gegen die sexuelle Integrität. Da muss man ja mal zwischen Anzeigen und Verurteilungen unterscheiden. Anzeigen reden wir da. Ja, eben, aber es ist ja gut so, wenn sich immer mehr Frauen Anzeigen trauen. Das sagt ja noch nicht einmal darüber was aus, was wirklich passiert ist, weil früher eine höhere Dunkelziffer war. Aber ich finde, das ist ja eh hinten und vorn, wo man nur kann, abzustellen. Das ist ja logisch, ja. Aber... Wie? Also jeder, das hat sehr viel damit zu tun, wie wir unser Zusammenleben organisieren. Weil über 90 oder eine ganz hohe Zahl, weit über 50% dieser Delikte kommen in der eigenen Familie vor. Ja? Das ist wurscht wo jetzt. Eigentlich glaube ich sogar die allermeisten. Da hilft kein Polizist, der auf der Straße herumrennt. Ja? Da braucht es eine andere Einstellung in der Gesellschaft. Und es müssen natürlich schon, muss schon die Männer appelliert werden, dass sie da anders unterwegs sind. Soll mir aber einer sagen, wie er das genau verhindern wollen würde. Weil davon haben wir jetzt nicht so viel. Dort, wo der Staat was machen kann, unmittelbar und primär, finde ich, und da sind jetzt eben wir auch dafür, ich kenne die Situation in Graz, es gibt ja nicht nur Wien, wo tatsächlich zu wenig Polizisten auf der Streife sind, wie man sagt, auf der Straße, und das scheint schon so zu sein, dass das nicht nur damit bewältigbar ist, dass man mehr von den Schreibtischen wegkommt, sondern dahin. Ja, wir brauchen mehr. Es muss auch der Polizeiberuf, der Beruf des Polizisten und Gott sei Dank auch immer mehr Polizistinnen höher wertgeschätzt werden. Da sind wir voll dafür. Und wenn es irgendwann einmal ein paar schwarze Schafe gibt, was ja auch der Fall ist, dann muss man dem schon nachgehen, damit die 99%, die einen wirklich anerkennenswerten, schweren Beruf machen, dass die leichter haben. Dort kann ja der Staat was tun und dort soll er auch was tun, um Gottes Willen. Und das, glaube ich, ist jetzt auch nicht irgendwas, was jeder von uns erwartet, aber das wird man schon so machen. Das heißt, Polizei aufstocken. Wir haben eine Frage noch bekommen, die in die ähnliche Richtung geht, aber eben nicht direkt Sicherheit, sondern Landesverteidigung. Frage aus Australien an die Parlamentsparteien. Bei den Kleinparteien, werden Sie die nötigen Geldmittel für das Heer bereitstellen? Dazu sei vielleicht gesagt, das Bundesheer hat einen Bericht des Generalstabs herausgegeben, wo drin steht, die eigenständige Fähigkeit zur Landesverteidigung ist nicht mehr gegeben, wegen der permanenten Unterbudgetierung. Wie würden Sie das machen, gestalten? Ja, wobei die Frage ist, wo sind denn die aktuellen Bedrohungslagen? Bevor man wieder vor lauter Euphorie jetzt da zu viel Geld darüber tun, mit allen Gefahren von an sich fast chronisch mitlaufenden Schmiergeldzahlungen, wenn es um Rüstungsbeschaffungen geht. Aber was brauchen wir? Mit Sicherheit einen ausgebauten Katastrophenschutz. Wenn der beim Bundesheer weiter organisiert wird, dann ist er dort. Bei anderen Ländern ist es beim Innenministerium. Das ist ja leider schon wegen der zunehmend erwarteten Auswirkungen der Klimakatastrophe mit Sicherheit zu prognostizieren, leider. Also in meinem Heimatbundesland Steiermark ist da und jeden Sommer seit 10 Jahren gröberes. Manche Gegenden sind mehrmals in 10 Jahren Katastrophenschutzgebiet gewesen. Da brauchen wir immer das, so wie es jetzt ist, eben das Bundesheer. Und die brauchen auch bessere Ausstattung. Das Zweite an dieser Stelle. Das Zweite ist, auch dort, wo es zum Teil dient, dem Katastrophenschutz, aber internationalen Einsätzen, sowie Hubschrauber, die beides können, das halte ich für sehr sinnvoll. Ich kenne aber natürlich jetzt nicht die Details, weil wir jetzt 2 Jahre nicht im Nationalrat waren, wie hier die Nachbeschaffungen zu laufen haben. Bei der berühmten Luftraumüberwachung kann ich bitte nur empfehlen, das mindeste und gelindeste Mittel. Wir hätten immer einen Kleinwagen gebraucht dort und was haben sie gekauft? Luftferraris. Ja? Und heute zahlen wir noch an diesem Blödsinn. Und damals war schon erkennbar, dass das eine Schmiergeldpartie ist. Aber nicht waren sie abzubringen, die Vorgänger der Türkisen und die Blauen damals. Es sind eh immer die gleichen. Und da bin ich wirklich skeptisch und ich glaube,
Das wird ja nie dazu gesagt, ja, wofür die jetzt mehr Geld wollen. Sie jammern immer, weil sie mit den Lastwagen die Soldaten nicht mehr irgendwo hinbringen können zu einem Einsatzort. Oder entweder, das wäre wirklich schlecht, ja, das muss man ja machen. Aber niemand redet mehr darüber, was wir jahrelang aufgedeckt haben, dass völlig falsch investiert wurde, dass genau diese Eurofighter-Flotte dem Bundesheer die Haare vom Kopf gefressen hat. Genau das ist eingetreten. Und jetzt bin ich aber deshalb so skeptisch, dass wir wirklich genau schauen, wie viel Euro dort wohin gehen, weil die Heeresbeschaffungen, halt wenn man die alle anlässt, haben sie schon die Neigung, dass sie eben ein bisschen überborden. Punkt, was ist die wirkliche Bedrohung im militärischen Sinn, wenn jetzt nicht wieder polizeilich, das sind Cyberangriffe, ja, wenn es um den Staat Österreich geht. Da muss man wirklich investieren. Wir erleben ja immer wieder Beispiele. Ja. Momentan quietschen gerade die Türkisen wieder. Ist aber auch teilweise eine polizeiliche Aufgabe. Aber das kostet sicher, aber zwar nicht Gerät, sondern quasi menschliche Geisteskraft, Manpower, wie man so sagt, dass man da reinkommt. Und dann gibt es vielleicht ein paar Bereiche, wo wirklich Gerät gebraucht wird, aber sicher nicht, weil man an der burgenländischen Grenze nicht einmal gegen den Orban irgendwie jetzt eine Panzerinstellung bringen müssten. Ich halte das für obsolet. Das ist schade ums Geld. Wo wir das vielleicht brauchen, diese Gerätschaften, ist für internationale Friedenseinsätze. Da bin ich dafür. Da müssen wir halt entsprechend unserer Neutralität, die soll ja hochgehalten werden, aber die Bedrohungen sind eben andere geworden. Und wo wir gerade als Neutraler im Ausland friedenserhaltend, friedensstiftend wirken können, da sollte man schon investieren. Gut, das heißt mehr Geld fürs Heer bedingt, bei Katastrophenschutz, ja, Cyber. Ich muss genau schauen, wofür. Ja. Weil viele kommen daher und sagen, das muss genau dieses 1% der Wirtschaftsleistung sein. Ja bitte, aber wofür? Das kann ich auch ausrufen. Weil da geht es nämlich gleich einmal um mehrere Milliarden und nicht um ein bisschen was. Ich möchte zum nächsten Thema übergehen und Ihnen ein lustiges, wie ich finde, Video vorspielen, das wir eben auch von einem Nutzer bekommen haben, der fragt Folgendes. Den Herrn Kogler fragen, warum er nicht schon bei der letzten Wahl die Schickeria-Fraktion in seiner Partei liquidiert hat, die zu dieser Wahlniederlage ganz wesentlich beigetragen hat. Die Frau Klawischnig und ihre Führungsgruppe, die heute eine bestimmte Linie da vertreten hat. Ist Eva Klawischnig und ihre hier sogenannte Schickeria-Fraktion schuld am Rauswurf der Grünen? Nein, ich sage Ihnen, ich muss Sie korrigieren, so ungern ich das tue. Witzig ist es nicht, wenn jemand, ich weiß nicht, ob das jetzt einreißt in Österreich, aber wenn einfach einer irgendwie in die Kamera grinst und sagt, liquidiert, dann meint er das hoffentlich anders. Also ich muss wirklich darauf achten oder hinweisen, dass wir so nicht miteinander reden können. Wenn er meint, dass es verschiedene... verschiedene Typen gibt bei den Grünen, dann ist das ja offensichtlich erkennbar. Und ich glaube, in der Vergangenheit, wenn es überhaupt an Personen gelegen hat, dann deshalb, weil man sich viel zu viele Klischees umbinden hat lassen. Die haben sie irgendwann einmal verselbstständigt. Zeigefinger, Verbot. Alle anderen beschließen, man hat es ja gesehen, viel mehr Verbote als die Grünen. Und Verbote kehren ja da oder dort im Übrigen ja zur Politik dazu, soll Verkehrspolitik gemacht werden, dass man 200 km/h fahren kann. Es ist der Herr Hofer ein Verbotsminister, weil er sagt 130 oder 140. Das ist doch alles ein Humbug. Aber wir haben uns das auf die Nase, also wir haben das uns umbinden lassen und das war ein Fehler. Und ich trete hier ganz anders auf und den Unterschied gibt es glaube ich schon. Aber die Grünen haben immer ein Anliegen gehabt. Also die Grünen sind, was das betrifft, Werte, Grundsätze, die lassen sie dafür zum Teil sogar prügeln. Ja, wo hast du das sonst? Das hat es immer gegeben, das ehre ich und ich werfe niemand einem Stein nach, aber Sie merken es ja selber vielleicht auch, ja, ich trete anders auf als meine Vorgängerinnen. Das hat aber sowas wie eine Schickeria-Fraktion gibt es bei den Grünen also nicht? Das denke ich nicht. Eigentlich, ja, auf das bin ich gar nicht mehr eingegangen, weil das kommt mir sowieso seltsam vor. Die Grünen zeichnen sich im allergrößten Maß danach aus, dass wir wirklich das versuchen umzusetzen, was wir predigen. Ja? Also ich kenne kaum eine Partei, die das so nah nebeneinander hat. Natürlich passiert immer was. Ich bin ja selber herumgerannt und gesagt, was wir für Fehler gemacht haben, haben wir entschuldigt, dies und jenes. Aber grosso modo, also den Kampf für Umweltschutz,
und gegen diese Konzerne und gegen die Korruption und bestimmte Gerechtigkeitsvorstellungen, diese Mischung, glaube ich, kriegst du wirklich nur mit Grün. Ja? Wir kämpfen gegen die Konzerne, von denen sie andere zahlen lassen. Das ist doch der Punkt. Ich selber war ja jahrelang als das unterwegs, was man heutzutage so einen Aufdecker nennt. Wir sind ja immer bedroht worden von der Bankenmafia am Balkan, von der Rüstungsindustrie und haben trotzdem nicht aufgegeben und Milliarden an Steuergeld zurückgeholt. Bei den anderen findest du das nicht. Ja? Also wenn er eine Schikaria sucht, dann soll er sich in der Umgebung vom Herrn Blümel oder so umschauen. Also Sie sagen Unterschied im Auftreten, aber im Kern immer die gleichen Ziele. Wir kommen zum Ende. Ich habe Ihnen von besagter Integralstudie noch ein paar Fragen von der Krone-Redaktion mitgenommen. Wir haben eben diese Studie in Auftrag gegeben, die ich bereits erwähnt habe, um herauszufinden, so ein bisschen, wo den Österreichern der Schuh drückt und welche Themen ihnen wichtig sind. Und da haben sich ein paar kurze, knappe Fragen ergeben, die wir allen Kandidaten stellen werden. Das sind folgende. Sind Sie jetzt ein Wordrap oder so ähnlich? Es sind wirklich Fragen, entweder Ja-Nein-Fragen also ganz einfache. Mit wie viel Geld, also eine Zahl, soll Ihrer Meinung nach eine Familie, zwei Kinder, zwei Eltern auskommen können? Naja, können ist die... Also was ist das Mindeste, was eine Familie braucht, zwei Kinder, zwei Eltern? Das ist in Vorarlberg auch was anderes. Für soziale Sicherheit. Das ist in Vorarlberg eine andere Summe als im Südpolenland. Die versucht das, die haben wirklich andere Preisverhältnisse, das so aufzulösen, dass man sich das Wohnen insofern leisten kann, wurscht, ob Eigentum oder vor allem Miete auch oft genug, dass das nicht schon die Hälfte, in allerschlimmsten Fällen darüber hinaus, des Einkommens quasi wegjausnet. Was bei den Kindern ganz wichtig ist, ist, denke ich, eine Gleichberechtigung für die Möglichkeiten in der Ausbildung. Also da sind die größten Ungerechtigkeiten drinnen. Dafür ist Familienförderung entlang von armen Familien und Kinderanzahl zu organisieren. Und das andere ist, dass man sich gesunde Lebensmittel leisten soll können. Und darüber hinaus noch eine gewisse Teilhabe am kulturellen Leben, was halt jeder will. Da ist ja quasi Freiheit angesagt. Und hin und wieder darf man oder soll man ja wohl auch Urlaub nehmen. Ja, und in meiner Welt dürfen die Menschen sogar immer einmal, nicht 15 Mal im Jahr, aber immer mal zwischendurch auch in den Urlaub fliegen können. Ja? Das ist für Österreich sicherlich so ein Setting. Insgesamt müssen wir natürlich schon schauen, dass wir... Und was kostet das für zwei Kinder und zwei Eltern monatlich? Durchschnittlich, ich weiß schon, es gibt Bundesländerunterschiede, aber wenn ich Ihnen jetzt eine Zahl entlocken will... Ja, aber ich halte nichts davon. Gut, also Sie sagen, die Unterschiede sind zu groß zwischen den Bundesländern, gar muss, man, nicht. Muss man durchrechnen. Nein, ich bin ja nicht dazu da, um derartige Ziele aufzugeben. Ich kann Ihnen nur sagen, wovon wir überzeugt sind, von welcher Steuer- und Familienförderungspolitik. Ich bin davon überzeugt, was jetzt die Sozialdemokratie auch aufgegriffen hat, dass jene, die Vollzeit arbeiten, 1.700 bzw. in unserem Fall 1.750 Euro Mindestlohn kriegen sollen. Wenn dann zwei arbeiten gehen, dann sind das einmal brutto 3.500 und mit der entsprechenden Steuer- und Förderpolitik, dass netto halt möglichst viel davon noch übrig bleibt für eine vierköpfige Familie. Dafür ist ja die Kinderförderung so wichtig, weil wenn ein Paar keine Kinder hat, schaut ja das anders aus, als wenn es drei oder vier Kinder haben. Ebenso. Also da gibt sich ein Anhaltspunkt. Wie wohnen Sie, wäre die nächste Frage, und wie viel bezahlen Sie dafür? Naja, bei den Quadratmetern muss ich sagen, wenn wir nachdenken, 60 circa, ja, und das sind 770 Euro hier in Wien. Gut. Würden Sie auf Ihre Dienstlimousine verzichten? Na, ich hätte gar keine. Wir haben, wenn Sie Minister oder Regierungsmitglied ja, würden. Das ist immer die Frage. Wir haben ein klares Konzept. Wir würden nicht für jedes Regierungsmitglied ein Auto und einen Chauffeur rund um die Uhr bereitstellen, sondern einen Park. Wir fahren ja selber alles öffentlich, so gut geht. Also oft genug mit dem Taxi auch, ja, das muss man gleich dazu sagen. Aber wenn es um weite Strecken geht, fahren wir immer mit der Bahn jetzt. Wenn man sonst nicht hinkommt mit dem Elektroauto und was Ähnliches, kann man sich für Minister auch vorstellen. Ja? Weil ob der Sicherheitsbeamte jetzt im Auto mitfährt oder in der ersten Klasse im Zug sitzt, Mama mia. Ja? Also bei uns wird es insgesamt, ich würde sie nicht abschaffen, die werden schon gebraucht, wird sicher auch Dienstautos geben, aber halt viel weniger, damit man da nicht dagegen redet. Und ich glaube, die öffentliche Hand sollte mit gutem Beispiel voranschreiten, dass die relativ rasch auf Elektromobilität umsteigen.
Das wären so Vorgaben. Aber die Grünen, ich selber würde wahrscheinlich darauf verzichten und dann, so wie ich es jetzt auch mache, ja, wir fahren ja in halb Europa mit dem Zug herum und fliegen noch nicht einmal, manchmal doch, aber selten. Und ich glaube, das könnte man auch als Minister so handhaben. Also ohne bis jetzt haben wir den Beweis erbracht. Ja, durchaus denkbar. Würden Sie Ihre Kinder auf eine private oder auf eine öffentliche Schule schicken? Naja, Konjunktiv ist richtig, weil ich habe keine Kinder. Die öffentlichen Schulen sind gut genug, denke ich, dass man das machen kann. Privatschulen sind dort interessant, nicht was diese Snob-Liga betrifft, die sie da vielleicht im Visier hätten, sondern dass es dort halt Ausbildungsschema da gibt, die ganz anders funktionieren. Also weg von diesem Regeltriedel, der manchmal in öffentlichen noch da ist, sollte aber auch besser werden, und so in lockerere Erziehungsformen. Die sind halt auch privat organisiert, aber die sind ja eher, was man quasi alternativ nennt, das könnte man schon vorstellen, ja. Gut, zum Abschluss haben wir noch zwei User-Fragen, die wir ebenfalls allen Kandidatinnen und Kandidaten stellen. Josef Nowak aus Wien hat uns übers Online-Formular gefragt, welche Politiker anderer Parteien könnten sich die Parteivorstände als Bundeskanzler vorstellen? Also sozusagen nach Ihnen selbst Ihre zweite Wahl zum Kanzler, zur Kanzlerin. Naja, ich selber bin lieber im Parlament als ein Regierungsmitglied, also aber Wunschregierungsmenschen von den anderen Parteien, na, da fallen mir welche ein, die wirklich Größe haben. Ja, ob es überreden lässt, weiß ich nicht. Ja, den kennt man vielleicht nicht mehr so, aber der Franz Fischler in der ÖVP, einer, der wirklich wo Umwelt und Wirtschaft unter den Hut bringen will. Den hätten Sie gerne als Kanzler, oder? Ja, der macht das sicher besser als der Kurz. Der ist auch, der kennt sich in der Europäischen Union aus. Mein Gott, ich habe ihn damals schon vorgeschlagen für die Übergangsregierung und auch dem Sebastian Kurz damals geraten, er könnte ja freiwillig den Weg freimachen, weil der hätte sicher Mehrheit im Nationalrat gehabt, der Herr Fischler. War nicht, ja. Also das ist auch eine gewisse Erinnerung. Aber solche Charaktere finde ich, ja. Und ich habe mir öfter schon bei Blümel und bei Kurz geäußert, wie ich es jetzt nicht wiederholen will. Aber die machen mir, ich weiß, die sind sehr erfolgreich und ich finde, dass Junge in der Politik so stark auftreten, das finde ich super, ja. Aber es erinnert mich so ein bisschen, wie es mit dem Karl-Heinz Grasser losgegangen ist, ja. So ein bisschen so allglatt, ein bisschen die ganze Entourage, so Emporkömmlingtum und am Schluss geraten ausreichend viel auf die schiefe Bahn, ja. Also das sollten alle ein bisschen aufpassen. Deshalb sind mir diese Vorbilder viel lieber. Gut, schauen wir, ob wir den Franz Fischler als Bundeskanzler kriegen. Meine Abschlussfrage noch. Jockel 007 schreibt uns, was, liebe Politiker, ist Ihr absolutes Lieblingsgericht, ohne zu lügen, weil Liebe geht ja durch den Magen. Ja, tue ich mir am meisten schwer, aber jetzt versuche ich mal das erste Mal in meinem Leben was zu sagen. Irgendwas mit Pasta, also oststeirisch Nudel. Weil ich drauf gekommen bin bei meinen ersten Reisen, dass ja auch Italien quasi irgend sowas ist wie Heimat für mich und mittlerweile Südfrankreich. Na, dann nehmen wir halt die Kindheitserinnerung, Spaghetti Bolognese, machen wir mit Fleisch, machen wir in Veggie-Version, schmeckt auch ganz gut. Ja, also Kindheitserinnerungen sind beim Essen immer ganz wichtig, das geht sich aus. Spaghetti Bolognese, super. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Kogler. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächsten Wochen. Auch von Ihnen, liebes Publikum, verabschiede ich mich. Vielen Dank für die vielen Zusendungen und danke fürs Zusehen. Danke für die Einladung.